Ich habe mich ganz normal beworben, auf offiziellen Wege, bin dann eingeladen worden zum Bewerbungsgespräch. Das hat dazu mal mit dem Niederlassungsleiter und mit dem Regionalverkaufsleiter stattgefunden und war eigentlich ganz locker und problemlos. Die Bewerbung läuft da grundsätzlich auch auf einer sehr familiären Ebene, muss ich sagen. Man wird eingeladen, man trifft sich, man sitzt zusammen und dann wird einmal in einer offenen Runde gefragt, warum man überhaupt Interesse an so einer Bar hat. Es hat bei mir zwei Runden gegeben, zwei Bewerbungsgespräche und ich habe mich eigentlich von Anfang an gleich gut aufgehoben gefühlt. Deswegen habe ich mich dann entschieden, dass ich da anfange zu arbeiten. Dann ist man eigentlich schon bei Zielen. Wo will man eigentlich hin da? Was will man da erreichen? Ist man eher ein Einzelplayer oder will man im Team arbeiten? Und das ganze Gespräch ist aber immer nie von oben nach unten, sondern immer auf Augenhöhe. Ich habe mich so darauf vorbereitet aufs Bewerbungsgespräch, dass ich meine ganzen Ausbildungen, die ich gesammelt habe in meiner vorherigen Karriere, mitgenommen habe. Und bin da recht offen ins Gespräch gegangen. Die erste Woche war eigentlich auf jeden Fall spannend. Am ersten Tag einmal alle kennenlernen. Sie sind alle extrem offen und hilfsbereit. Im ersten Tag setzt man den Neuling sozusagen immer zu einem Erfahrenen dazu, soll er mal über die Schulter schauen und dann bringt ihm der immer ein Step by Step für uns den Abläufe bei. Der Einstieg von mir zu der Sonnebar Österreich hat sehr gut funktioniert. Man hat davor eine Einstellung gekriegt für das ganze System im Innendienst. Man hat es wirklich die Zeit bekommen, was man gebraucht hat, um reinzufinden in die Arbeit. Für neue Mitarbeiter oder jemanden, der eine neue Stelle sucht, es gibt unheimlich viele Abteilungen und Fachbereiche, wo man sich irgendwas auf jeden Fall findet. Es gibt auch da diverse Fachbereiche, zum Beispiel eben im Innendienst oder als Außendienstler, da ist man halt viel mit den Kunden am Weg. Aus meiner Sicht gibt es für jeden Bewerber, auch für die Quereinsteiger, gute Jobaussichten. Ja. Wenn jemand Branchenerfahrung hat, super, passt, perfekt, ist aber nicht die Grundvoraussetzung. Wir haben auch Branchenneulinge und wir haben es auch geschafft, mit dieser Gaudi, die wir dann an den Tag legen, die innerhalb von einem Jahr so weit zu haben, dass sie jeden Professionisten ersetzen. Leute, suchen wir alle möglichen. Wir sind da weder vorurteilbehaftet noch sonstiges. Wer bei Sonnebar arbeiten will, sollte einfach sehr kommunikativ sein, ein offenes Ohr haben, sich ein bisschen challengen wollen und sich gern weiterbilden. Ein Tipp von meiner Seite für die Bewerbung. Aufgeschlossen ins Gespräch gehen, wir beißen alle nicht, wir sind durchweg durch die Sonnebar sehr, sehr nette Menschen.